lesen mal auf Deutsch. Hallo, mein Name ist Shiva und heute lesen wir die Himmelsgeschichte von Insha. Dämonen. Sie sind eine Figur, die kommen durch unglaublich viele Religionen und Geschichten, menschliche Glauben. Und Dämonen sind gezeigt als böse Tiere mit Hörnern und scharfen Zähnen und schwarze Augen, die uns verletzen wollen oder unseren Körper übernehmen wollen. Aber die gibt's einfach nicht. Ein Dämon ist nur die Manifestierung von der Angst von einem Mensch. Wenn ein Mensch Angst hat vor irgendwas, kommt das oft raus in Wut. Das ist ein Dämon. Diese Wut, die aus Angst geboren ist. Aber darum gibt es Engel. Engel kommen und sie heilen uns. Das ist, was Engel tun. Sie nehmen diese Angst, die wir haben, und sie verwandeln es in zur Liebe, wenn wir sie lassen. Und diese Dämonen, diese Angst, die geht auch irgendwo hin in dieser Liebe. Und ich glaube, das ist best beschrieben mit einer Blume. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Blumen. Pinke, schwarze, lilane Blumen mit Punkten, Blumen mit Streifen. Und jede Blume möchte weiterleben. Oder jede Blume möchte, dass seine Art von Blume weiterlebt. So sind Menschen auch. Wir wollen nicht sterben, wir wollen nicht aussterben. Und Dämonen sind wie die Tiere, die kommen und die fressen die Blumen. Mit allen anderen Pflanzen. Die kommen und die reißen die aus dem Boden und essen die. Und wenn Menschen die Blumen sind und die Tiere die Dämonen, wer sind die Engel? Die Engel sind die Gärtner. Die Engel sind die, die beschützen die Menschen vor diese Dämonen. Die geben ihnen Wasser und sie lassen sie Sonnenlicht haben. Und manche Blumen werden trotzdem sterben. Und das ist auch okay. Aber das ein Gärtner, nicht Gott. Aber dieser Gärtner, der hat den größten Garten von alle, außer Gott. Dieser Gärtner, er hat eine riesen Community von Leuten. Alle seine Blumen und Pflanzen. Und der schützt sie. Oder sie schützt sie. Diese Gärtnerin, das ist, der ist Insha. Und sie beschützt ihren Regenbogengarten von Pflanzen vor dieser Angst und dieser Dämonen. Sie gibt ihnen Wasser. Sie nährt sie, sie gibt ihnen Sonnenlicht. Sie liebt sie. Und gleichzeitig gibt sie ihnen Freiheit. Eine Freiheit, die nicht viele Menschen bekommen in dieses Leben. Und
sie hat das schon lange und lange getan. Aber jetzt ist die Zeit, wo sie ihr Garten nehmen muss. Und sie muss dieses Gitter, was es weghält von der Wildnis und die Tiere, muss ihn wegreißen. Sie muss ihr Garten befreien. Weil wenn er frei ist, wachsen die Pflanzen, die werden riesig und stark und strahlend in alle Farben. Dann haben die Dämonen keine Chance mehr. Und sie als Gärtnerin, sie ist die Einzige, die sie so groß machen kann. Die sie so stark und frei machen kann. Sie ist die Einzige, die sie nähren kann und wässern kann und Sonnenlicht geben kann. Und ohne sie sterben sie alle. Sie ist die große Gärtnerin von Seelen. Sie muss jetzt, dass der goldene Zeitalter kommt, muss sie sich wieder in diese Gärtnerin-Rolle eintun. Sie muss wieder uns nähern und uns befreien und uns beschützen vor unserer eigenen Angst. Die Zeit ist wieder da. Sie muss ihren Job nehmen, bevor es zu spät ist. Darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Kannst du das erklären, was dieser Zaun ist, den sie da hat? Also, kannst du das ein bisschen definieren? Also, wenn man ein Gärtner ist, dann hat man ja immer einen Zaun bei den Pflanzen, damit die Häschen und die Rehe und wer weiß noch was nicht reinkommen und das alles auffressen. Na, im echten Leben ist das mehr so diese, ich kann das nicht so gut beschreiben, aber das ist so, wenn man irgendjemand beschützt. Sag mal, du hast jetzt ein Kind und du willst das so gern beschützen, du willst, dass niemand ihn verletzt, aber gleichzeitig kannst du ihn nicht vor alles verstecken. Du kannst ihn nicht hinter diesem Gitter stecken, dass die dann die Welt nicht erleben. Und Eltern sind so, die wollen nicht, dass ihre Kinder verletzt werden, aber wenn sie vor alles beschützen, wird das Kind nie lernen und wird sich selbst mehr verletzen. Du hältst deine Kinder immer von Messern weg, wenn sie dann eigentlich eins in der Hand haben, werden sie sich selbst den Arm abhacken bei aus Versehen. Das heißt, die Kinder müssen diese Erfahrung machen und das heißt, Hinscher ist die Einzige, die dieses Gitter wegreißen können, dass die Leute jetzt frei sind, um diese Erfahrung zu machen. Okay. Was ist denn das nächste Kapitel in Geschichte? Diese Frage jedes Mal. Fast jedes Mal. Also im nächsten Kapitel wird ihr Garten befreit, weil ich weiß wirklich tief drin, dass sie das kann. Aber dann werden die Dämonen auch wieder kommen und ich sag ja, die haben keine Chance gegen diese Seelen, aber die werden nicht sofort riesig wachsen. Das heißt, im Kapitel muss sie einen Weg finden, dass sie diese Seelen nähren kann, dass die groß wachsen, so groß, dass die Dämonen sie nicht mehr verletzen können. Gleichzeitig muss sie auch irgendwie finden, wie kann ich diese Dämonen von den Seelen weghalten, bis sie stark genug sind, sich selbst zu beschützen. Wie an Eltern, wie kann ich mein Kind gut genug beschützen, bis es sich selbst beschützen kann? Okay, das verstehe ich. Okay, danke schön. Bitte sehr.